Ja Leute, was geht ab und wir reden heute auf dem Video und zwar das ekelhafte Marketing der WM 2022. Man hat denn schon vieles gehört, die WM steht doch nicht unter einem guten Stern und deswegen freue ich mich extrem drüber, was sie da meinen, Simplikismus. Also das Originalvideo ist mit mir unten drin, abonniert gerne den Channel kostenlos, schaut euch gerne auf TikTok, IT-JT auch gerne auf Instagram, IT-Gaming vorbei. Vielen Dank und schaut auch gerne auf meinen privaten TikTok-Account vorbei, falls ihr da Bock habt auf Formel 1, auf EZ-Tobi. Los geht's! Dieses Jahr wird die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar stattfinden. Oh ja. Is Katar! Ja, Katar! Low pay and even no pay is commonplace in Qatar's construction industry. More than 6,500 migrant workers have died in Qatar. Women face discrimination and homosexuality is criminalized. Ist das ein guter Gastgeber für eine Fußball-Weltmeisterschaft? Ja. Die WM. Absolut nicht. Und ich weiß nicht, wie er dazu steht, aber das ist absolut erkauft und das sollte nicht stattfinden. Ich meine, es wird sich trotzdem wahrscheinlich jeder ansehen, obwohl es unter so einem schlechten Stern steht. Aber trotzdem, man muss sagen, es ist nicht fair, was hier abgibt oder was da, unter welchen Bedingungen hier unser glorreicher Fußball zustande kommt im 21. Jahrhundert. Unter solch schlimmen Bedingungen muss man echt sagen, das ist traurig. In dem Land ist aus verschiedensten Gründen höchst kontrovers. Aber der Weltfußballverband FIFA und die Gastgeber tun so einiges, um davon abzulenken. Von Hochglanzmontagen, PR-Stunts, Influencern in 5-Sterne-Hotels, Whistleblowern und ehemaligen Fußballstars ohne Rückgrat. Ohne Rückgrat. Ich bin auf jeden Fall wieder sehr gespannt und hat David Beckham da wirklich mitgemacht? Influencer und 5-Sterne-Hotels, Kapitel 1. Wir haben eine große Influencer-Agentur gefunden, die für FIFA gearbeitet hat. Neo Reach. Auf der Website findet man sogar eine ganze Fallstudie zu einer Kampagne für die WM in Katar aus dem Jahr 2019. Ach, come on. Die liest sich wie ein böser Witz und verrät gleichzeitig sehr viel über die Marketingstrategie der FIFA rund um diese Weltmeisterschaft. Die WM rückt schnell näher und Skepsis verbreitet sich unter Fußballfans überall auf der Welt. Da wusste FIFA, dass sie Begeisterung entfachen und die Aufmerksamkeit auf das wundervolle Angebot der Gastgeberstadt Doha lenken musste. Länder müssen sich bei der FIFA auf die WM bewerben. Die Mitglieder des Exekutivkomitees des Verbands stimmen dann über den Gewinner ab. Als 2010 Katar gewählt wurde, waren Beobachter überrascht. Das Land ist ein autoritäres Königreich, das vor allem für diverse Menschenrechtsverletzungen bekannt ist. Ach, und es hat keine echte Fußballkultur. In vielen anderen Ländern des Landes... Wird dort überhaupt Fußball gespielt? Also ich weiß ja nicht, aber es hört sich schon ziemlich an, als ob das ein bisschen gekauft wäre. Im arabischen Raum gibt es zwar krasse Derbys und volle Stadien, krasse tolle Derbys. Atmosphäre, aber nicht in Katar. Nicht in Katar, okay. Katar ist allerdings auch ein Ölstaat und unfassbar reich. Ja, genau. Schon damals wurde Korruption vermutet. Heute weiß man, die Veranstaltung wurde mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gekauft. Was denn sonst? Die FIFA entscheidet sich im Angesicht von haufenweise Kritik laut Neo Reach also für ein groß angelegtes Ablenkungsmanöver. 17 Influencer wurden aktiviert wie die Power Rangers und durften in die Kultur von Doha eintauchen. In anderen Worten, 5-Sterne-Hotels mit Buggys durch die Wüste heizen und durch aus dem Boden gestampfte Stadien touren. Doch das ist nur der... Was macht das für einen Sinn? Was soll das zeigen? Ich meine, was wollten sie damit beweisen? Anfangen. David Beckham, oh nein, er hat wirklich da mitgemacht. Abseits von dieser einzelnen Kampagne gibt es den YouTube-Kanal Road to 2022. Der wird von den WM-Organisatoren in Katar selbst betrieben. Ja, was denn sonst? Hier findet man auf Hochglanz polierte Image-Clips der tollen, im Akkordtempo gebauten Stadien und der Infrastruktur. 17, 18, 18, 18, 19, 19. Das alles ist zwar ziemlich beeindruckend, aber seit Katar die WM zugesprochen wurde, sind allein bis 2019 15.021 Gastarbeiter in dem Land. 15.021 Leute, wow. Gut, ich meine, es ist brütend heiß dort und ja, da wirst du wahrscheinlich nicht 8 Stunden arbeiten und hast noch eine Pause, sondern wahrscheinlich eher 18 Stunden. Und okay, na, 18 Stunden nicht, aber 12 Stunden oder so. Und ja, hast dann wahrscheinlich eine Pause dazwischen oder so. Das ist schon hart. 15.000 Leute. Und die, ja, das musst du echt im Hinterkopf behalten, wenn du dir diese WM anguckst. Leben gekommen.
Das sind bereits 235 Todesopfer pro Spiel, das ausgetragen wird. Das ist krank. Viele sind mutmaßlich bei der Errichtung dieser Stadien und Anlagen gestorben. Die Todesursachen werden offiziell oft einfach als Atem- oder Herzversagen oder natürlicher Tod angegeben. Natürlicher Tod. Bei eigentlich gesunden Menschen in ihren 20ern oder 30ern. Die tatsächlichen Todesursachen bleiben also ungeklärt. In zahlreichen Fällen sind es mutmaßlich die brutalen Arbeits- und Lebensbedingungen vor Ort. Viele sprechen von moderner Sklaverei. Und das, obwohl Katar durch die eigenen Ölvorkommen eines der reichsten Länder der Welt ist. Das Land hat ein deutlich höheres Einkommen pro Kopf als Deutschland. Doch der gesetzliche Mindestlohn, der häufig ignoriert und nicht mal eingehalten wird, liegt in Katar bei rund 1,50 Euro pro Stunde. Auf dem YouTube-Kanal findet man auch eine ganze Reihe an visuellen Stimmungsmachern. Natürlich. An Juhu, nur noch ein Jahr, dann geht's los, Type-Videos. Darin sieht man Menschen von überall auf der Welt, die Fußball zusammenbringt, die Fußball gleich macht. Dafür will der Sport ja letztlich stehen. Fußball ist für alle. Nur irgendwie nicht für die diese Message komisch, wenn sie von einem Land kommt, das so systematisch fremdenfeindlich aufgebaut ist. Diese Baracken, wenige reiche Einwohner, 4, 5, 6 die Leute zahlreiche in einem Zimmer. Ausländische Arbeitskräfte unter sich befehligen und kontrollieren. Wie passt das hiermit zusammen? Gar nicht. Auf Road to 2022 findet man auch sensationelle Interviews mit ehemaligen Fußballstars wie David Beckham mein Respekt und fällt gerade zu. Beide sind offizielle Botschafter der WM in Katar und sagen ganz viele schlaue Sachen wie: I've been coming here for quite a few years and I've seen a real football culture here. You know, I've seen the fans, I've seen the excitement of the fans and like I said, you know, in 3 years time this stadium will be full of fans. Was man nicht alles sagt und tut für 180 Nein. Millionen Euro. 180 Millionen Euro nur als Markenbotschaft, das ist krank. Und er hat die Fußballkultur hier gesehen. Die soll er, diese Videos oder dieses Match, diese Spiele soll er mir mal zeigen. Also, wenn sie quasi nicht mal ident oder hier irgendwie sind. Alter, dieser Mann ist so käuflich, das ist einfach nur krank. Aber ihn können sie 150 Millionen bezahlen, aber im Endeffekt irgendwie einen Arbeiter mal 1-2 Euro in der Stunde mehr geht nicht. Also es ist einfach nur traurig. Das ist sehr traurig. Im Endeffekt irgendwie einen Arbeiter mal 1-2 Euro in der Stunde mehr geht nicht. Überall also in den diversen Videos und Bildern auf der offiziellen Kampagnen-Website sieht man lächelnde, aktive Mädchen und Frauen, die bei allem dabei sind. Auch das hat einfach einen bitteren Beigeschmack. Frauen machen in Katar mittlerweile zwar häufiger einen Uni-Abschluss als Männer, dürfen aber trotzdem nicht selbstständig am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Nein, ohne Erlaubnis eines männlichen Vormundes dürfen sie zum Beispiel das Land nicht verlassen und auch nicht arbeiten. Wenn der All diesen Frauen musste wahrscheinlich erst von einem Mann erlaubt werden, hier mitzumachen. Ach ja, und Frauen und Fußball in Katar? Women playing football. Nothing out of the ordinary, right? Well, not in this country. There wasn't many girls playing football. So when the boys play, I go play with them and my father would beat me sometimes. Den gesamten Beitrag mit deutschen Fußballerinnen zu Besuch in dem Land können wir sehr empfehlen. Einen Link findet ihr in der Beschreibung. Bei der WM geht es am Ende um die Fans. Scherz, ums Geld. Für Sponsoren ist das Turnier historisch super attraktiv. Um die Fans. Kaum eine einzelne Veranstaltung generiert so eine zu riesige, begeisterte, zu globale Zuschauerschaft, der man seine Produkte präsentieren kann. In letzter Zeit wenden sich aber immer mehr Sponsoren von der WM ab. Schon 2014 haben sich einige von ihnen für eine Untersuchung der Korruptionsvorwürfe rund um die Vergabe der WM so an Geld Katar war. Ausgesprochen. Bei der WM 2018 in Russland hatte die FIFA Schwierigkeiten, überhaupt alle großen Sponsorenplätze zu besetzen. Dieses Problem scheint sich dieses Mal zu wiederholen. Aber was ist mit denen, die bleiben? Adidas, Visa Will man und diesen Sony. Winter wirklich geile Fußball bringt stark. Uns alle zusammen, trinkt unsere Softdrinks oder guck mal, wie gut diese Fußballer sind, unser Auto auch, Werbespots rausballern? Scheiße. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat schon 2016 verlangt, dass die Sponsoren ihre Macht nutzen, um Druck auf die FIFA auszuüben. Denn auch für die Weltfußballorganisation geht es hier um richtig viel Geld. Sie erzielt den Großteil ihrer Einnahmen mit der Vermarktung der Männer-WM. Pause. Auch für Katar geht es um Geld. Aber die WM ist nur ein Teil eines viel größeren Plans. Das ist Land klar. Will weg vom Öl, das irgendwann ausgeschöpft sein wird.
Katar investiert viel im Ausland, will aber gleichzeitig 80%. Selbst ein attraktiver Wirtschaftsstandort sein. Ein Place to be. Die WM soll auf die Wahrnehmung des Landes abfärben und es ins Rampenlicht rücken. Tourismus. Die modernen Städte, die Lebensqualität. Verdient Katar dieses Rampenlicht? Ist die WM ein Anlass für echte Veränderung im Land? Oder nur ein großer PR-Stunt, sogenanntes Sportswashing? Klar, während der WM sind LGBTQ-Gäste willkommen. Aber Schwulsein bleibt trotzdem illegal. Man hat einen Mindestlohn etabliert. Aber das System bleibt trotzdem menschenunwürdig. Man präsentiert sich vorwärtsgewandt und weltoffen, aber im Justizsystem sind Peitschenhiebe bis heute eine gängige Form der Bestrafung. Und der Staat hat nachweislich diverse Terrororganisationen in der Region unterstützt. Abdullah Ibahis ist der ehemalige Mediendirektor des katarischen WM-Organisationskomitees. Er wurde in Bezug auf die Arbeitsbedingungen auf den Baustellen zum Whistleblower. In dieser Doku von Sport Insight bringt er es auf den Punkt. In vielen Fällen ging es nur um PR-Strategie. Dass die Welt positiv auf Katar blickt. Wir waren dazu da, diese Strategie zu kommunizieren. Unabhängig davon, wie schlecht es WM-Bauarbeitern wirklich ging. Ibahis wurde wegen angeblicher Korruption verhaftet und zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Ist klar. Und die FIFA? Die Organisation setzt sich angeblich ganz aktiv für Menschenrechte ein. FIFA will include provisions in its statutes to respect and promote human rights in all of its activities. Nur weil die Wahrheit gesagt hat über seine Männer. Regelmäßig verlangten Mitarbeiter Änderungen unserer Presse ab. Er wurde ins Gefängnis gesteckt für 3 Jahre, weil er die Wahrheit oder beziehungsweise seine Meinung frei geäußert hat. Das ist echt, das ist traurig. Das ist so traurig für die heutige Zeit. Antworten, sodass die FIFA für Menschenrechtsverletzungen nicht zur Verantwortung gezogen werden konnte. Wir haben Neo Reach zur Zusammenarbeit mit der FIFA um Stellungnahme gebeten. Wir haben bisher keine Antwort erhalten. Letzten Endes können wir uns nur Mr. Wissen to Go anschließen. Wir werden diese Weltmeisterschaft boykottieren. Das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Schaut euch gerne sein Video an. Die Dokus in der Beschreibung. Das war klar. Lest euch die Artikel durch und macht euch ein eigenes Bild. Sicherlich lieben viele von euch Fußball. Aber diese WM ist einfach nicht gut für den Sport. Cheers. Und das meine ich ja, wenn jeder Mensch oder wenn jeder, der ein Empfinden dafür hat oder, keine Ahnung, Mitgefühl hat für die tausenden Leute, die dort gestorben sind, die WM nicht guckt. Ich meine, wer guckt sich eine WM zu Weihnachten an? Sorry, aber das ist sowieso der dümmste Zeitpunkt überhaupt. Aber gerade wenn wir da als komplette Einheit irgendwie das nicht angucken, ich meine, jetzt sagt zwar jeder, ja, wir gucken uns das nicht an, aber quasi wird es dann rund überlaufen und in jedem, alle Medien damit zugekleistert sein. Aber trotzdem, wenn da ein großer Bruchteil sich das nicht anguckt, werden die Sponsoren abspringen und der komplette Plan von denen wird nichtig sein. Und es ist halt einfach nur krank, dass so viele Menschen sterben, um, ja, keine Ahnung, den Großteil der Welt irgendwie für einen Monat Spaß zu bereiten. Das ist traurig. Also hat leider auch wieder Geld regiert die Welt und das so ist es leider. Was ist eure Meinung zu dem Ganzen? Guckt ihr die WM trotzdem und ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Abonniert gerne den Channel und schaut auch unbedingt gerne auf Instagram und TikTok vorbei. Da kommt heute unbedingt noch auf jeden Fall ein Video und ciao. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.